Ja, glaubst du, die YouTuber, die werden das nie bekommen? So, ich habe jetzt, es sind jetzt 13 Minuten vorbei, fast 14. 14 Minuten van a hacer, en un minuto está listo, one minute is finished. Ich habe ja eine Testperson, das ist mein Sohn, eine sehr kritische Testperson, weil wenn ich das probiere und sage, schmeckt gut, so kann ich ja lügen. Mein Sohn ist nie. Das ist mein Sohn David, sag was für die YouTuber. Das ist mein Sohn David, say something to YouTube. And este es mi hijo David. ¿Cuántos años tienes? How old? Señala la cara. ¿Seis años? ¿Cuántos tienes? ¿Seis? No, tienes que decirlo a YouTube. Yo tengo seis años. Tienes seis años. So, and you are, how old are you? 6 days. 6 days? Six years? Sechs Tage? Bist du sechs Tage alt? So, und du wirst dich, hat sich bereit erklärt, meinen Pudding zu testen. So ist es. Ja. In 10 Sekunden ist das fertig. 1, 9, 8, 7, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ja, so. So, und jetzt, aber ich versuche, damit die Leute sehen, dass das wirklich wie so ein Pudding ist, versuche, ich weiß nicht, ob es klappt. Voy a hacer la prueba del flan, a ver si se queda como un flan. I make a test, I don't know. And I think, I'm not sure. Weiß nicht, ob das wirklich so ein Pudding. Ich habe einen Pudding. Das hat nicht geklappt, das klebt. Okay. Ich habe was. Also, da geht gar nicht ab. So? Okay. Also, das muss auch nicht sein. Es ist auf jeden Fall ziemlich fest, es ist so fest, dass es da nicht ausgeht. So, aura. So. Und du sagst deine ehrliche Meinung. Du musst dir vorstellen, du bist auf einer Trekkingtour. Estás haciendo un senderismo. You are very hungry and you. I am already very hungry. Yeah? My stomach is like this. Yeah? Okay. Wir müssen das in drei Sprachen, weil ich das dann für die drei Kanäle zusammenmischen. So, aura. Jetzt probierst du einfach mal deine ehrliche Meinung. Nein. Das ist ganz. Siehst du so wie ein Pudding? Guck mal. Ui. Ha? Ja, guck mal. Ich finde, das ist eklig. Ja, mal so. Ich finde, das gar nicht so. Also, ich finde, das schmeckt ganz okay, aber für ein Kind, naja, das für ein Kind schmeckt es ein bisschen, nicht ehrlich, so schlimm? Ja, du weißt, dass Kinder nur süße Sachen machen. Nein, ich hätte vielleicht. Natürlich. Ich hätte vielleicht Süßstoff. Ich hätte vielleicht ein bisschen Zucker oder so reintun müssen, aber ist ja wieder ungesund. Also, mein Sohn schmeckt es nicht. Der möchte Süße haben, ich konnte der Husta mucho. Pero yo no encuentro muy rico. Ich finde, das ist sehr eklig, so mit so Müsli-Flocken. Ach, du magst kein Müsli. Erkennt man, si no le gusta Müsli, claro que si no te gusta Müsli. Ich finde, das ist so zu trocken. Ohne das Müsli wäre es besser ein bisschen. Ja? In Englisch? Okay, say bye-bye. Okay. Bye. Ja, also. Bye. So bin ich ein bisschen schade. Ich bin YouTuber. Ich liebe dich. Ich bin YouTuber. Hallo. Ich werde jetzt
in dieser Tüte Wäschestück waschen, und zwar mit diesen Cite Summit Seifenstreifen. Es gibt hier spezielle für Seife, die habe ich mir hier zurechtgelegt. Laundry, ich nehme mal so einen Streifen. Mal gucken, ob das ausreicht. Ich teste erstmal einen Streifen, ob das genug ist. Das ist ja nur ein Wäschestück, ein kleines Wäschestück. So, das ist Seife. Und da werde ich das hier Wasser reintun. Und das ist dicht. Moment. Ja. Bueno, con esto es jabón. Voy a lavar algo de ropa. Y os con lo que os he enseñado. I wash with this. This is soap for laundry, and I wash it here. Ja, das ist ein Wäschegang bei 15 Grad. Bei stark verschmutzter Wäsche empfehle ich, bei 40 Grad zu waschen. This was washing by 15 degrees. If it's more dirty, I recommend you to wash by 40 degrees. Bueno, esto ha sido un lavado a 15 grados y si está más sucio, a 40 grados. Ahora voy a escurrirlo, me voy a lejos del río. I go away from the water. Ich gehe weg vom Wasser. Und jetzt kommt der Spülgang. With clean water now. Und jetzt kommt der Schleudergang. Fertig. So, ich habe vergessen, ich habe ja einen Trockner. Ich habe wieder einen Secador. I put this in the pocket. Hier. El bolsillo. Und mit der Körperwärme wird das trocken. Con el calor de la persona, de uno mismo, se seca.
with my heat, it dries. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Kanal Patentrecht. Mein Name ist Enrique Gil, ich bin Patentanwalt und seit etwa 30 Jahren auf dem Gebiet des Patentrechts tätig. Heute möchte ich gerne über zwei Dinge sprechen, das sind einmal Neuheit und einmal erfinderische Tätigkeit. Das Ma che cosa fai, Enrique? Ma che cosa fai? Questo non è elettron. Non è elettron,